Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie, hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, was machen wir heute? Ich bin gerade noch an der Ostsee gewesen, habe ein paar Meerforellen gefangen und ein paar Fische. Nun wieder hier in der Heimat, hier in meinem geliebten Pfifferlingswald. Und hier war ich auch vor 2 Wochen schon einmal und ich wollte mal gucken, ob sich jetzt schon was getan hat. Müssten sie ja gemacht haben, sie müssten ja gewachsen sein. Als ich gefahren bin, waren die gerade mal so groß wie ein Daumen. Jo, dann wünsche ich uns trüff trüff und dann ab in den Wald. Kommt. Ja, ist ein bisschen feucht. Hier alles voller dicker Schnecken. Aber müsste sich ja was getan haben in den 2 Wochen, nicht? Schauen wir mal. Gehen wir mal gucken. Wie ich immer wieder sage, die Pfifferlingssuche, kein Wettrennen. Man muss ganz langsam gehen, gut am Boden gucken und wie man schon sieht, hat der ganze Boden gelb gefleckt von alten Blättern und sowas. Ja, und dazwischen, da sind dann die Pfifferlinge. So, guckt euch das mal an. Da waren aber auch schon die Schnecken dran. Ach, das macht nichts, wenn die Schnecken da mal ein paar von geholt haben, solange sie hoffentlich ein paar übrig gelassen haben. Hier kommen wir an einer Stelle mit Pfifferlingen. Ja, und hier vorne auch, das sind Amethystbeflockte. Die wollen wir da mal ernten. Das sind Amethystbeflockte Pfifferlinge. Komm ins Körbchen. Der Amethystbeflockte, der hat oben auf dem Kopf immer so einen violetten Schimmer, so violette Schüppchen. Kann man ihn dran erkennen. Auch Amethystbeflockte. Ja. Das Schöne ist, die Alten, die noch was von den Pilzen kennen, sind meistens nicht mehr so fit, hier in diesen Asthma-Hängen Pilze zu suchen. Und die Jungen haben keine Ahnung. Ja, gut für mich. Ja, dann kann man pflücken, pflücken und pflücken. Ah, sauber machen wir sie zu Hause richtig. Ja, und diese Asthma-Hänge, die sind wirklich sehr häufig. Wie man auch hier sieht, da ist auch wieder eine Gruppe Pfifferlinge. Und guter Tipp, wenn ihr so einen Asthmahang habt, dann geht den immer von oben nach unten. Denn von unten nach oben zu gehen, das gibt eine lange Zunge. Die hängt dann keuchend irgendwann auf dem Boden. Pfifferlinge werden von mir nicht abgeschnitten, sondern rausgedreht. Ja, weil, wenn immer so ein Rest da stehen bleibt, es ist jetzt noch nicht die Zeit dafür. Dann fault dieser Stielrest, hier dieser Stielrest, fault dann in den Boden rein, mal würde dann das Myzel auch angreifen. Myzel. Also rausdrehen und hinterher die Wurzel unten abschneiden, also unten die Spitze. Ja, das mache ich immer so. Ja, hier stehen richtige Okolyten und eine Schnecke schon dabei, guck mal. Aber nicht. Hängt auch eine Schnecke drunter, die tun wir gleich weg. Aber die können ganz schön groß werden. Ja, und wie gesagt, langsam durchgehen, langsam vor die Füße gucken, keine Pfifferlinge zertrampeln, das wäre zu schade. Ja, und das geschulte Auge, das sieht die dann auch. Vorne stehen wieder welche, man muss aber langsam auch dahin gehen. Bereits auf dem Weg dahin könnten schon wieder Pfifferlinge stehen. Aber hier. So geht's. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, ach, wo der Charlie war, da findet man hinterher keine Pilze und keine Pfifferlinge mehr. Als Einzelperson kann man nur einen Weg durch den Wald machen. Dazwischen sind dann immer, weiß ich nicht, 10 Meter Platz, wo ich nicht gucke. Und da wachsen sie. Und wenn ich nächstes Mal wiederkomme, nehme ich einen anderen Weg und finde wieder welche. Ist nun mal so. Ja, ich bin wieder an der Stelle, steht alles wieder voll. Gucken wir mal. Weiß ich, ob ihr sie seht. Da stehen welche. Und wenn ich dann hier so rüberschwenke, hier vorne, da hinten, überall wo die gelbe Punkte sind, das sind alles Eierschwammel, das sind alles Pfifferlinge.
So, ich bin gerade von da gekommen, hier die Pfifferlinge abgesucht und jetzt gehe ich hier wieder längs, diese Richtung. Ja, und dann komme ich wieder an Nester vorbei. Wie gesagt, und dazwischen, da liegen immer so 10 Meter, wo ich dann auch nicht sammle, wo ich auch nicht gucken kann. Hier steht ein safrangelber Scheidenstreifling. Den nehme ich immer mit Scheide raus. Gehört zu den hervorragenden Speisepilzen übrigens. Da vorne steht ein Cluster, den kann man schon vom Weiten sehen. Schöne große. Guck mal. Aber wie gesagt, da war die Schnecke dran. Aber die haben keine Maden, diese Pfifferlinge. Ja, beim Pfifferling sammeln ist dein Blick maximal 200 Meter vor deinen Füßen. Und dann rechts und links von dir, 200 bis 200 Meter, nicht weiter. Du siehst sie sonst nicht. Und mit dieser Methode wird sich das Körbchen füllen, versprochen. Diesen hier, den hätte man von oben gar nicht gesehen. Handelt sich auch wieder um einen Amethystbeflocken. Ah, jetzt wird es mal ein bisschen bequemer. Der Asmahügel liegt jetzt hinter mir, das war der hier. Und jetzt sind wir hinten auf dem Waldweg. Und selbst auf dem Waldweg, da wachsen sie noch. Und hier am Rand sind auch noch welche zu finden. Ja, und es wird langsam gegangen, Step by Step. Und auf den Boden geguckt, langsam, damit man keinen übersieht. Und hier wachsen sie, mitten auf dem Wege. Ja, hier finde ich samtige Pfifferlinge. Oder auch orange-roter Leistling, oder wie man den alle nennen will. Nicht der einzigste, meiner Meinung nach, welche Laien auch mit dem falschen Pfifferling verwechseln können. Aber wenn der Pfifferlingsmerkmale beachtet, wie weißes Fleisch und Leisten, dann ist auch das ausgeschlossen. So, jetzt bin ich hier wieder in dem Asmahang drin. Und hier steht auch wieder alles voller Pfifferlinge. Und wenn ich da unten hingucke, sind da alles voller Pfifferlinge. Auch hier unter dem Baum. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich gehe jetzt mal näher dran. Geh ich mal hin. Ah, dadam, dadam, dadam. Da sind sie. Hier steht einer wie gemalt. Guck mal. Und vor mir sind auch wieder welche. Da sitzt wieder eine Schnecke drauf. Also ich muss sagen, dieses Jahr ist es fürchterlich mit den Schnecken. Noch was Wichtiges. Der Wald ist keine Disco. Bewegt euch leise, vorsichtig. Ja, und beunruhigt das Wild nicht. Was womöglich dann aufgeschreckt auf irgendeine Bundesstraße läuft und dort noch andere Leute gefährdet und selbst sich auch gefährdet. Ja, also denkt dran, leise laufen, leise sich bewegen. Wald ist keine Disco. Ja, hier unter den Büschen, da stehen auch verdammt große. So. Ja. Scheinen jetzt die Varios zu sein, also die normalen Pfifferlinge. Auch hier wieder eine Stelle, wo alles voll steht. Auch hier diese großen, nicht? Hier bin ich an der Stelle, da steht wirklich alles voll. Guckt euch das mal an da. Ja, das kann ich mich filmen, wie ich hier Pfifferlinge pflücke. Ohne Ende. So, jetzt bin ich auf dem gegenüberliegenden Hang. Oh, da steht auch wieder eine. Na. Hier ist ein Geselle, den sieht man immer seltener. Ein Grasfrosch. Da ist wieder eine. Aha. Und das Körbchen ist ganz schön voll schon. Hier steht auch alles voll mit Pfifferling. Brauch sie nur noch abzuernten.
Das wird immer mehr. Immer mehr. Der ganze Waldboden ist voll mit Pfifferlingen hier. Alles voll. So, liebe Freunde, ich muss beschließen, hart an der Grenze Raubbau zu betreiben und das möchte ich nicht. Hier steht hier noch alles voll mit Pfifferlingen. Also wenn man hier noch mal so reinzoomt, ja, stehen hier noch welche, da oben noch welche. Ja, aber man muss irgendwann Schluss machen. Man muss die ja noch sauber machen und einfach zu viel mitnehmen. Ich sammle doch nicht für die Truhe, verdammt nochmal. Ich nehme an, dass ich ein paar verschenke und ein paar frisch mache. Man kann doch mal gehen. Es ist dieses Jahr so wahnsinnig viel mit den Pfifferlingen. Ja, wie in den letzten Jahren auch. Also, trifft zusammen und dann seht mal zu und geht mal auch raus. Man guckt mal nach, ob es bei euch auch schon Plätze gibt. Also, tschüss.